Tschüss. Ja, kannst du gleich wieder ausziehen, okay? Guten Morgen, liebe Leute. Jetzt bin ich gerade im Stau hier. Tempelhofer Damm. War jetzt mit den Kindern noch ein bisschen unterwegs, habt ihr ja gesehen im letzten Video. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das war richtig toll, die haben sich total gefreut. Und also ich habe euch ein bisschen was reingeschnitten. So. Ich dachte, naja, dann seht ihr mal wieder ein bisschen auch was privat, was wir eigentlich so machen. Wenn ich dann mal Zeit habe, dann nutze ich die natürlich auch sehr gerne. Mit den Kiddies zusammen. Das war toll. Geiles Wetter. Schön. Spielplatz. Alexanderplatz. Mit dem Springen, das hat denen so viel Spaß gemacht mit den Trampolinen da am Alex. Das war richtig schön zu sehen. Und das habe ich ja nun wirklich nicht oft. Das ist vielleicht zweimal im Jahr oder so, dass ich so ein bisschen Zeit habe. So kurz mal und dann kann ich sowas machen. Ne? Ja, das ist ein bisschen schade. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht kann ich mir das irgendwann mal erlauben, dass ich sowas öfter mache. Schauen wir mal. Kurz zu Hause und dann kommt ja heute der Tresor. Oh. Und dann bin ich sehr gespannt, wie lange wir brauchen, um das Ding aufzukriegen. Und wie. Wo ist mein Spruch? Habe ich den schon gemacht? Guten Morgen, liebe Leute. Der erste Delinquent, da ist die Kette rausgefallen. Ja, Problem ist ja, ich hätte es ja gerne schnell und so und für Spendenkasse gemacht, aber die Kette hat sich richtig hinterm Zahnkranz verkeilt. Dahinter richtig reingetreten, in die Speichen auch und alles. Und die kriegt man da nicht raus, ohne dass mein Zahnkranz natürlich runternimmt, das Hinterrad ausbaut. Ja, dann muss ich halt einen Auftrag draus machen, ne? Dann kann ich es nicht mehr auf der Straße machen innerhalb von 2 Minuten. Was die Dame natürlich gerne gehabt hätte. Geht aber nicht. Ich baue aus. Tja, den kriegt man hier überhaupt nicht raus, die Kette. Nur natürlich ein bisschen gucken, wie wir das jetzt machen hier. Kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr hinter. Doch. So. Na, Gott sei Dank. Hätte ich das jetzt mit Gewalt gemacht, wären die Dinger hier komplett kaputt gegangen. Weil hier sind ja nur ein paar Speichen. Und die sind schon alle angekratzt jetzt. Natürlich gut, Gott sei Dank sind die Speichen nicht durch. Zahnkranz ist wieder drauf. Das Problem ist halt, dass der Abstand wirklich zu schmal ist normalerweise für die Kette. Die wird dann da durchgedrängelt, ja. Und dann, naja, dann ist es das. Immer schön auf die Kettenspannung achten. Weil wenn die Kette straff genug ist, kann die gar nicht runterrutschen, da kann sowas nicht passieren. Also, merkt euch, die Kettenspannung ist zu beachten. Wenn die Kette schön straff ist, kann sie bei Huckeln nicht runterrutschen. Achtet drauf, auch bei Kinderrädern, das ist auch wichtig. So ein Rad kostet auch Geld. Und kostet was nicht viel Geld, so ein Rad hier, so ein Hinterrad wahrscheinlich. Aber 40 Euro, 30, 40 Euro als Ersatzteil kostet sowas bestimmt. Also du wüsstest jetzt ja nicht aus dem Kopf, aber bestimmt. Mindestens. Gut, ich baue wieder ein. Hat ja nur so ein paar Tipps immer am Rande. Alles gehen muss, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr Geld habt, im Geld schwimmt, ist das alles ideal. Aber die meisten hier sind ja wirklich knapp dran. Und gerade wenn man knapp ist, muss man so ein bisschen schauen. Muss man seine Sachen möglichst lange pflegen, haben. So, Hinterrad rein. Da vorne drauf, den Bremsanker fest, fixieren erstmal. Ist ganz simpel, ihr zieht das Rad nach hinten und spannt so die Kette. Ganz simpel, ganz einfache Geschichte und euch bleibt länger Spaß. Spaß am Radl, eure Kinder haben länger Freude dran. Wie man die Kette spannt, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Bremsanker fest.
So muss es sein. So nie anders. Fertig. Jetzt fetten wir noch einmal die Kette ein bisschen durch hier. Die ist ja gut trocken. Verbogen ist die Kette da vorne. Schön. Und wie immer, das überschüssige Fett und Öl nehmen wir auch wieder runter. Reicht jetzt. Ja, normalerweise gibt es Spannfetten, kostet ja schon 8 Euro. Zehner. Ist ja nicht, weil ist ja nicht das Kind, ne? Ja, das ist im Grunde genommen die Eltern. Die sehen es doch. Die lassen doch ihre Kinder mit so einem Ding fahren. Die sehen doch, dass das durchhängt, dass da hier hinten der Reflektor abgebrochen ist, so was hier. Das sehen die doch alle. Warum machen die dann nicht neu? Versteht nicht. So simpel. Einfach neu ran, kostet 1,50 ein Reflektor irgendwie. Oder 1 Euro, oder was weiß ich. Ja. Einfach neu ran. Das ist für die Sicherheit der Kinder. Das ist doch nicht wert. Aber ist das Rad nicht wert oder ist das Kind nicht wert? Muss man sich immer die Frage stellen. Wir da nicht ums Rad. Da kein Schönheitspreis gewinnen. Mit meiner Tigerente. Alter. Schön waren die nie. Nicht mal wenn die neu sind. Finde ich. Moin. Hey, sorry. I was trying to pump up my bike and I realized the tire, my bike's from the Netherlands, so it has a different type of valve. Ja, but it's for every valve. You can pump every valve with this pump. The because I think there's an adapter maybe for this type of tire, but no, don't do it with an adapter. Okay. Without. No, that's a simple. Because it's not it doesn't have the Presto valve on the inside. It's just like that. Just like that. Oh, but the axis broken. Oh, the bearings. Oh no. So. Yeah, I'll show you what I was trying to do. Yeah. Because I was trying to do the back one. Yes. It's just. No, don't open. No. No. Why are you open? Just put it on. It's and then what? The inside. Then you open the water. Then yeah. Okay. Very simple. Easy. The Pump Lesson. Das ist unglaublich, wie viele nicht wissen, wie man eine Pumpe bedient. Also ich habe einen Reflektor da und baue den jetzt an. Schon wichtig. Jetzt einfach. Das war aber nicht der Auftrag. Ja, das war nicht der Auftrag, müsst ihr auch nicht bezahlen. Das mache ich einfach so. Just for fun. Finished. Werde ich nicht mal erwähnen. Mal gucken, ob sie es merkt. Hat er nicht abgeholt, die Tonne. Unglaublich. Heute ist ja wieder sehr wenig zu tun und deswegen habe ich mir hier mal wieder ein Mietrad geschnappt. Hier sind alle Speichen locker. Jetzt kommt ein Auftragblower. Ist wie immer. Ich ziehe mal alle Speichen nach ansonsten und dann schauen wir mal. Moin! Wo war ich stehen geblieben? Zentrieren bzw. Speichenspannung herstellen, weil alle Butter weich, wenn ich drauf setze, also wenn ich mich drauf setze, ist das wie als wenn ich einen Schwamm unterm Arsch habe. So. Deswegen wird die Speichenspannung einmal komplett nachgezogen. Das mache ich persönlich. Ganz simpel, ich gehe jetzt einmal rum, alle Speichen werden nachgezogen. Einmal, zweimal.
So, jetzt sind wir einmal rum. Die Speichen sind wesentlich fester. Okay, schauen wir mal. Jetzt wird zentriert. Den halte ich hier ran als Abstandshalter, also dass ich das nicht in Zentrierständer einbauen muss. Der Trakt geht halt, kann man auch mal machen. Okay. Das läuft schon gerade jetzt. Wieder einer ohne Geld. Für 60 Euro ein Fahrrad gekauft und Tretlager kaputt. Aber schon so kaputt, dass es aus dem Rahmen rausgerissen ist, wieder das übliche. Dadurch schabt das Kettenblatt natürlich an der Kettenstrebe. Die ist schon fast durchgescheuert, da sieht man schon so ein bisschen. Ich habe gesagt, kannst du so nicht weiterfahren. Ah ja, ich brauche für Arbeit jetzt. Da fährst du maximal noch eine Woche, dann ist der Rahmen gebrochen. Ist ja sowieso kaputt, also davon mal abgesehen, das ist ja eh im Arsch. Also wenn die Lagerschale rausgerissen ist, ist der Rahmen sowieso durch. Könnte man ein Reparaturlager, wie gesagt, drin machen. Aber, naja. Und was für Gefahren sich die Leute begeben. Ich meine, das ist ja auch, wenn da hinten die Kettenstrebe reißt, ist ja ein Alurahmen. Ne? Also der Ermüdungsbruch, dann mal schnell alles mit EMA weg. So, das ist ja kein Stahlrahmen, aber so gemütlich sich so durch. Auch ein Alurahmen. Der ist dann mit EMA weg. Mit EMA futsch. Was soll ich denn dazu sagen? Also, ich habe gerade mein Instagram wieder so ein bisschen belebt. Hab das Projekt drin gestellt, das Miefer hier. Das könnten wir jetzt ja eigentlich auch mal weiterbauen. Mal schauen, ob es heute Abend fertig ist. Weil irgendwie ist es total ruhig, passiert nichts, ist langweilig. Ist nicht mein Ding, irgendwie jetzt hier untätig zu warten. Eigentlich müsste jetzt schon eher die Treppe runterkommen. Kopfkinder. Schau mal, wie lange das dauert. Also, der Tretlager war völlig kaputt. Wir erinnern uns, habe ich in einem meiner Vlogs. Haben wir hier. Eine wunderschöne Tretkugel. 46 Zähne, Miefer Original. Richtig schick. Die wird dann noch angebaut. Aus meinem Repertoire. Total toll. Freut mich sehr. Dann haben wir hier die passenden Lagerschalen dazu. Auch tippitoppi, nur mit Lagerspuren. Die sind halt leider ein bisschen angerostet, aber das ist eben nur äußerlich. Das ist okay, die Lager sind tippitoppi. Da baue ich jetzt hier ein. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt wird eingepresst. Jetzt kommt Fett. So, gut, da haben wir.
Keil. Neues Tretlager ist drin. Jetzt schaue ich mal nach dem Kettenschutz einen passenden, weil da war keiner dran. In einem gut sortierten Haushalt findet sich doch alles. Da ist er. Chrom, DDR, Originaler. Na? Tommy, hallo. Hallo. Komm vorbei, um einfach mal Hallo zu sagen. Ein Ding. Da war Jan. Ja. Ja. Das hast du gut gemacht. Das haben wir den Degen gebracht. Birkner King. Hallo. Wie läuft es so? Ruhig, ruhig. Ruhig, ne? Auch die Straßen sind sehr ruhig. Vorderradzuchtreifen. Schön. Was schnaubt er denn? Ecke. Steile Treppe halt. Was schnaubst du? Schön, haben wir drin. Vorderrad ist schon in Ordnung. Meine Frau ist früher von Arbeit gekommen, weil sie krank ist. Na gut. Ich habe mir gerade zwei Puten Schnitzel gemacht. Schneide ich mit einem kleinen Messer. Mit Family hast du immer alle Tit, alle die Krankheiten, die auch die Familie hat. Bist du immer mitgehangen, mitgefangen. Furchtbar, ey. Ja, ich freue mich trainieren mittlerweile. Und mache Diät und alles. Ja, ist ja kein Wunder, ist ja krank. Und hat aber die gleiche Belastung wie sonst. Mit den Kindern und alles. Der Körper erstmal schlachtbar. Ja, scheiße. Geht nicht. Mensch, Mietzi, du bist. Ja, du willst was haben, Alter. Gib nicht. Ja, krieg ich. Komm. Na, kommt der nächste. Na, furchtbar, man kann nicht immer essen. Ja, da bin ich wieder. Luftpumpe braucht er. Geh wieder runter. Ja, das ist ja ein... Das ist ja ein Brieftresor. Was soll da drin sein? Sind das Tagebücher oder was? Keine Ahnung, was da drin ist. Das ist ein Brieftresor. Ah, wartet ein bisschen, wa? Ja. Und innen ist auch so. Das ist Goldbahn. Naja, das ist eine Verschraubung. Das könnte. Weiß ich. Bank drauf! Okay, Zeit! Oh, ist eine Tür geklappt. Das ist so ein Brieftresor. Stimmt nicht drin in dem Ding.
80 Euro zahlt er für das Ding. Unglaublich. Heute war keiner da. Von den üblichen Verdächtigen. Nicht mal Wolfgang. Heute Morgen ganz gut. Kind Thorsten, der wollte heute kommen eigentlich. Kind Dennis. Und kein Ausschlafen. Morgen muss ich genug nicht zur Schule fahren. Die übernachtet heute bei einer Freundin und die wird ein Handy gebracht. Zur Schule. Jetzt packe ich ein, ich packe alles ein, ich packe die Räder rein, hol alle drin, mach Feierabend. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Also gute Nacht, wir sehen uns. Bis morgen. Ciao.